Schlagerstern in Mallorca, Pressetermin ist angesagt. Semino Rossi steht an der Fotowand und stellt sich den Fotografen zur Verfügung. Danach gibt's Interviews. Schlagerstern in Mallorca 2023. Letztes Jahr haben wir noch im September groß Werbung gemacht und heute, jetzt ist es soweit. Halbes Jahr später ungefähr sind wir hier. Semino Rossi an meiner Seite. Grüße dich. Das freut mich, hier bei diesem wunderschönen Event dabei zu sein. Genau. Du hast dich so richtig schick gemacht. Jetzt gleich dein Auftritt. Die Krawatte, sehr schön. Sensationell. Sensationell. Also, das hat mich mit meiner Frau gesucht. Das ist eine tolle Kombination. Ich hoffe, das passt auch für diese Kulissen heute. So richtig schön sommerlich. So, passt zur Jahreszeit. Genau. Das, der Blue ist meine Farbe. Das mag ich total gerne. Okay. Und das passt, ich glaube, mit der Stimmung von heute Abend. Sehr schön, sehr schön. Ja, hier in Mallorca, wir haben es ja letztes Jahr schon gesagt, du bist auch, glaube ich, sehr oft hier, oder? Ich habe viele Videoclips hier gemacht. Einmal war über mein Leben eine große Reise durch die ganze Mallorca. Ich glaube, ich habe hier sicher bestimmt so über 14 Videodrehen schon gemacht. Und deswegen, ich kenne mich schon ein bisschen aus, nicht so ganz gut, aber was ich in Erinnerung habe, sind wunderschöne Plätze, das nicht nur Ballermann ist. Palma de Mallorca ist viel mehr wie das. Hast du so einen Geheimtipp für die Zuschauer vielleicht, wo man du gerne hingehst? In Palma de Mallorca? Ja, oder Mallorca generell? In Mallorca, ich glaube, innen es gibt so wunderschöne Plätze zum Besuchen. Der Strand, das wissen wir schon, das ist der beste und das Wasser ist kristallin, klar und aber es gibt innen von Palma de Mallorca wunderschöne Plätze zu besuchen. Das essen wir sehr gut, das wird gut gegessen und hat viel zum Anbieten, Palma de Mallorca. Sehr schön, ja. Wie schaut es bei dir aus? Dich haben wir jetzt kürzlich bei der Auftaktsendung von Immer wieder Sonntags gesehen. Was gibt's 2023 noch von Semino zu erwarten? Es gibt viele Auftritte, Gott sei Dank. Ich habe viele Fernsehsendungen und Ende Oktober gehe ich an ein Studio, weil ich vorbereite meine neue CD, das erscheint nächstes Jahr im April. Und wir gehen ins Studio und wahrscheinlich im November werde ich meine neue Single und meine neue CD bekannt geben. Wunderbar. Dann wünschen wir dir viel, viel Glück wieder dabei. Und danke, dass du immer mit deiner Sendung dabei warst, hast du mich immer unterstützt und das kann ich schon laut sagen. Vielen Dank. Bitte gerne, das ist mir auch eine Ehre und das werden wir auch weiterhin tun. Dankeschön, adios. Auch Julia Lindholm stand bei den Schlagersternen auf der großen Bühne und natürlich auch bei uns vor dem Mikrofon. Ebenso Nick P., der seinen Titel »Das Meer, der Wind und du« extra für die Schlagersterne umgetextet hat.